Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Es geht weiter mit einer Sammlung und zwar die Fußpflegesammlung. Da habe ich nicht so viele Produkte da, also das Video wird sehr, sehr kurz werden. Ich habe meistens nur so Fußcremes und sowas da. Fußmasken habe ich in der Maskensammlung mitgezeigt. Ansonsten habe ich nicht viel da. Ich benutze halt nicht viel für die Füße. Keine Peelings, keine Fußbäder und so weiter und so fort. Deswegen habe ich nur meistens Cremes da und die wollte ich euch trotzdem zeigen. Das gehört einfach dazu, deswegen würde ich sagen, legen wir los. Ich habe auf jeden Fall zwei von Isana, was heißt Isana? Nee, Fußwohl, also vom Rossmann. Einmal, ja, das ist im Prinzip dasselbe. So sieht das aus. Von Fußwohl, wie gesagt, einmal ist eine neuere Verpackung. Ich denke mal, die ist neuer als die. Pflegebalsam für trockene und strapazierte Hände. Für trockene und strapazierte Haut mit Avocado und Mandelöl. Bei dem einen steht nur drauf trockene Haut, bei dem einen steht trockene und strapazierte Haut drauf. Keine Ahnung, die ist auf jeden Fall mit Stiftung Warentest sehr gut. Und ja, sind bei beiden 75 ml drin. Da habe ich jetzt gesehen, dass es eigentlich ein und dieselbe Fußcreme ist. Und ja, wie gesagt, die beiden von Rossmann. Also eigentlich zweimal dasselbe, nur in zwei verschiedenen Packungen. Dann habe ich hier eine Fußcreme von Balea, die Urea. Die finde ich eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut. Deswegen habe ich die jetzt nochmal zu Hause. Die ist für sehr trockene Füße. Vermindert Spannungsgefühle mit 10% Urea. Die hat mir damals sehr, sehr geholfen bei meinen Füßen, weil ich da ein bisschen was hatte. Und da habe ich die dann benutzt und seitdem habe ich das nicht mehr. Deswegen finde ich die sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich hier noch was von Barfuß. Das hatte ich mal von der Franzi bekommen. Das ist ja so eine Müller-Eigenmarke. Das war so eine limitierte Edition. Ich hoffe, man kann das erkennen. Die ist mit Shea Butter und Jojobaöl langenthaltend und nicht fettend. Tropical Cocktail heißt die Variante. Ist ein Fußbalsam. Ja, wie gesagt, aus Müller, also vom Barfuß. Meistens habe ich ja Produkte von Müller und dann von der Franzi, weil ich ja so an sich da nicht so oft hinkomme, beziehungsweise eigentlich nie hinfahre. Dann habe ich hier noch ein paar Produkte. Einmal von Pedibär, eine Weihnachtsfußcreme, Mandarine und Zimt. Ich glaube, das hatte ich auch mal von der Fußpflege dann bekommen, weil ich gehe ja alle 6-7 Wochen so zur Fußpflege. Und ich finde das einfach angenehm, den Füßen was zu gönnen, auch durch meinen Beruf und alles. Also das tut meinen Füßen sehr, sehr gut, weil ich auch viel stehe, laufe und so weiter. Genau. Und da kriegt man dann halt ein bisschen immer was zu Weihnachten dann geschenkt. Und ich glaube, die war ja auch mal davon. Beziehungsweise diesen Fußschaum, den hatte ich jetzt erst bekommen, also jetzt 2020 zu Weihnachten. Fußcremeschaum von Sanamed in der Variante Jade. Keine Ahnung, für anspruchsvolle Haut. Fußschäumen mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja, es blendet heute sehr, sehr doll. Deswegen hatte ich mir den rausgesucht, da konnte man sich Handcreme, Fußcreme oder halt so einen Terminkalender aussuchen. Das haben sie meistens und ich nehme dann meistens was für die Füße. Genau. Und als letztes habe ich hier noch eine Fußcreme von Sebamed. Die ist für trockene Haut. Mit Urea akut 10%, Akutpflege für extrem trockene, rissige und raue Füße, spürbare Juckreiz lindern und intensiv Feuchtigkeit spenden. Die finde ich wirklich sehr, sehr gut und hatte ich, glaube ich, mal in einer Young Beauty Glossy Box drin und ja, muss ich auf jeden Fall jetzt verwenden, weil ich habe gemerkt, den Tag, wo ich die mal verwendet habe, dass die schon angefangen war. Also muss ich die auf jeden Fall jetzt dann irgendwann mal noch mit verwenden. Ich habe aber zwei in meiner Beautybox drin, die ich halt immer wieder verwende. Und dann kommt die halt danach dann rein. Muss ich mir nur merken. Deswegen, genau. Das war jetzt meine Fußpflegesammlung. Wie gesagt, es ist nicht super viel, aber ich wollte trotzdem darüber ein Video machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!